Ich bin hier heute Abend, am Freitagabend im Megadrom und fahre hier so ein bisschen mit meinem neuen Xray SCX rum. Und hier habe ich neue Reifen. Zuerst einmal diese DE Racing Dichtfelgen mit plus 3 mm Offset, was die Spur halt breiter macht und dadurch das Auto weniger kippanfällig ist. Und hier vorne und hinten neue Schumacher Minipin Reifen. Und vorne habe ich die äußere und die innere Reihe gecuttet. Das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Manchmal fährt es sich noch ein bisschen unharmonisch. Ich glaube, wenn hier mehr Autos fahren und die Strecke mehr Grip bekommt, da muss man noch eine Reihe mindestens cutten, weil manchmal verhakt er sich halt doch. Aber so, im Moment fährt er eigentlich ganz gut, aber seht selbst.